Jonas Hildebrand, 2-3 verloren am Ende gegen Eintracht Braunschweig. Wie weh tut das, dieser Gegentreffer in der letzten Minute? Ja, es geht, würde ich sagen. Es ist halt schade, dass wir uns um die Belohnung bringen, die wir verdient hätten nach so einem Spiel, nach so einer Woche, weil wir es wirklich gut gemacht haben und auch viele Möglichkeiten hätten, das Spiel nicht zu verlieren. Aber grundsätzlich die Inhalte, die wir hatten, die haben wir schon gut gesehen und ich glaube, das wird auch immer besser. Das sieht man auch in den Spielen. Müssen halt Spieler auch dann killen einfach. Würden Sie trotz der Niederlage sagen, dass es der beste Test war innerhalb dieser Woche in den 3 Testspielen? Ich fand alle gut, also aus Trainersicht, weil man aus allen Spielen irgendwie was mitnehmen kann, was auch wichtige Erkenntnisse waren. Die Leistung war heute, glaube ich, die beste. Aber auch da war nicht alles perfekt, sonst hätten wir das Spiel gewonnen, glaube ich. Deswegen waren alle drei Tests gut für uns, weil wir noch viel auch gesehen haben, wo wir noch arbeiten und drehen müssen. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Woche. War ein gutes Spiel, glaube ich, für beide Seiten. Alle fit, gesund und viele Tore gesehen. Und ich glaube, war eine gute Intensität drin. Intensität und ja, schauen wir jetzt auf die nächste Woche. Glaube ich, wird nochmal knackig und dann geht es Richtung Bielefeld. War halt schon spannend zu beobachten, so ein bisschen diese Überfalltaktik. Wenn Braunschweig ein bisschen gewackelt hat, dann gab es ein Pressing, was die Braunschweiger richtig unter Probleme gestellt hat. Ist das so ein bisschen auch der Plan für die dritte Liga? Ich glaube, wir haben unseren Plan. Ja, ich würde Nein sagen. Also ich würde sagen, Spiel zu Spiel. Wir haben unsere Idee, aber die brauche ich jetzt nicht öffentlich hier machen. Und wir können beides. Wir können uns fallen lassen, wir können attackieren. Wir haben eine gute Mischung, gute Jungs dabei und sind, glaube ich, auch gut vorbereitet und werden noch besser sein zum Auftakt gegen Bielefeld. Ich glaube, wir haben wieder das eigentlich gemacht, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Gerade auch gegen den Ball haben wir echt gut gestanden. Und dann gut umgeschalten, aber auch mit Ball von hinten heraus haben wir eigentlich ein gutes Spiel gezeigt, finde ich. Ja, dann bin ich auch der Leidtragende heute, zweimal frei vom Tor gewesen, leider die Chancen nicht reingemacht. Also unsere Chancenverwertung müssen wir klar daran arbeiten und dann auch zweimal in der Nachspielzeit noch ein Tor gekriegt. Erste Halbzeit so wie zweite Halbzeit auch. Erste Halbzeit muss ich auch auf meine Kappe nehmen, einfach schlecht verteidigen am Standard und zweite Halbzeit, ich habe es gar nicht richtig gesehen, aber auch wieder in der Nachspielzeit verlieren wir das Ding hier noch. Ist ärgerlich, aber ich finde trotzdem, dass wir unsere Aufgaben, gerade so was wir uns vornehmen, schon gut umgesetzt haben und jetzt haben wir noch 2 Wochen Zeit. Bis zum ersten Ligaspiel und dann, ja, ich denke, das sollte schon hinhauen. Edgar Kaiser, 2-3 verloren am Ende gegen Eintracht Braunschweig. Wie weh tut dieser Gegentreffer in der letzten Sekunde? Ja, ich denke sehr, mir auf jeden Fall. Und ich denke, wir hätten uns alle gerne belohnt mit einem 2-2, beziehungsweise vielleicht sogar mit einem Sieg. Und wenn man den Spielverlauf anguckt, tut es natürlich umso mehr weh. So, jetzt das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen. Haben Sie das Gefühl, dass es immer besser funktioniert, eingespielter wird die Mannschaft? Ich denke auf jeden Fall. Ich denke, man hat heute auch anhand von Spielzügen und vor allem auch defensiv die Abläufe dann, die haben weitestgehend gestimmt. Und ich denke, da sieht man schon eine Verbesserung. Und ja, jetzt müssen wir einfach weitermachen, genauso weiter an den Themen arbeiten und dann wird es am ersten Spieltag rund. Ja, klar, ist ärgerlich, wenn man jetzt so spielt, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht. Hätte es auch andersrum ausgehen können, wenn man mit mehr Selbstbewusstsein rausgegangen. Aber ich glaube, wir haben da viele Erkenntnisse heute rausgezogen, haben da, denke ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wenn wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit konsequent zu Ende spielen, dann führen wir relativ schnell 2-3-0. Müssen natürlich aufpassen bei den Gegentoren, die waren aus meiner Sicht zu leichtfertig. Da war nicht die Konzentration da und nicht das, was wir vorgegeben haben. Kommen wir wieder gut rein und man muss auch die Hitze sehen von beiden Mannschaften. Das ist ein sehr, sehr intensives Spiel. Von daher viele Erkenntnisse mitgezogen. Leider nicht das Selbstbewusstsein mitgenommen, was wir hätten, glaube ich, verdient heute. War jetzt eine anspruchsvolle Woche, 3 Testspiele innerhalb von 6 Tagen. Welches Fazit ziehen Sie aus diesen Testspielen? Wie schon gesagt, ich glaube, das Fazit ist, dass wir mithalten können. Gegen Hertha, gegen Braunschweig, ich glaube, das war gute Spiele gemacht. Wissen, dass wir da unsere Aufgaben erledigt haben in den Trainingswochen. Dass wir aber auch noch was vor uns haben. Dass wir, wenn wir in der dritten Liga bestehen wollen, aber auch bei uns bleiben müssen und nicht rechts und links gucken sollten. Sondern immer konzentriert bleiben müssen. Und ich glaube, jetzt die nächsten 14 Tage noch sehr intensiv nutzen, dann kann es auch endlich losgehen.